Hallo liebe Freunde und ein herzliches Willkommen zurück hier bei Portal Knights mit mir, der Akromilch und dem nicht vorhandenen Sepp. Ja, der gute Kollege hier, der Sepp, also die Erbse, ja, ist quasi the person of your call is not available, ja, der gewünschte Gesprächspartner ist derzeit nicht zu erreichen. Und ja, gut, deswegen haben wir jetzt überlegt, weil ja auch ihr wollt ja morgen Folgen haben. Ihr wollt ja auch, also ihr wollt ja auch heute diese Folge schauen. Deswegen, ja, ich und die Milch hier, wir sind jetzt erstmal auf unseren Heimatplaneten gereist, um unsere Taschen mal wieder zu entleeren. Haben wir ja einiges in der letzten Folge schon gesammelt. Und wenn wir das dann gemacht haben und mal so ein bisschen durch die Crafting-Boxen durchgeschaut haben, haben wir hier aktuell ein neues Ereignis, und zwar den Schattenprinz. Der Schattenprinz ist entkommen und versucht, diese Insel einzunehmen, halte ihn auf, und das werden wir uns dann mal ganz in Ruhe anschauen gehen. So, es kann sein, es kann vielleicht sein, dass der gewünschte Gesprächspartner vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie doch noch dazu stößt. Aber Sebastian, ja, das kann wie gesagt sein, dass er dann kommt oder nicht kommt. Werden wir sehen. Gut. So viel erstmal zur Einleitung. Jason. Genau. Ja, also ich habe mich zwischendurch, also vorhin erst, umgezogen. Die Maske habe ich blöderweise nur auf meiner anderen Map. Deswegen habe ich das da mal gemacht. Vielleicht schneide ich da was rein. Mal gucken. Ja, ich wollte so ein bisschen Jason nachmachen, weil das absolute Horrorfigur, also meine Lieblingshorrorfigur unter anderem mit ist. Ja, ist mir eigentlich gut gelungen, oder? Ja, natürlich. Der hat auch immer sowas in der Hand. Bloß fliegt dem Kind Drache hinterher. Ja, da, das wär's ja noch. Er hat keine grünen Haare. Man müsste eigentlich der eine Klatze machen. Genau, so. Okay, ich gehe jetzt erstmal meine Taschen hier entleeren. Tralali und tralala. Endlich zu Hause. So, erstmal gehe ich ganz kurz hier ran. So, brauche ich Barren. Okay. Tür auf. Hallo, Ofen. Tu mal den als allererstes mal aufrüsten. Was? Hi? Na, hi, Ofen. Achso. So, da haben wir den. Zum Ofen bin. Achso, da haben wir den aufgerüstet und dann können wir direkt hier mal ein paar Goldbarren herstellen. Wow, 8. Ist ja richtig viel. Naja, was soll ich da gehen? Ich konnte 10 machen. Hey. Muss es ja auch kein Quest abgeben, was andere annehmen. Nö, ich hätte das auch wahrscheinlich nicht abgegeben. Aber ich bin oft genug gestorben, denke ich mal. Also ist das okay. Ist okay. Die einen oder anderen werden es gesehen haben. Ich habe hier den Eiszauberstab. Den hatte ich von meiner anderen Figur und da habe ich mir gedacht, weil ich den da nicht mehr brauche. Warum nie mitnehmen? Da brauche ich nie zweimal machen. So. Machen wir mal wieder Spitzachs in die Hand. Steinachs. Doch, Spitzachs. Ja, weil das so leichter ist für mich, muss ich den ganzen Kram nicht zusammensuchen. Erst extra, ob ich das offline gemacht hätte oder jetzt, ist eigentlich scheißegal. So. Genau. Wir werden aber erstmal den hier aufbessern. Braucht man dafür alles. Haben wir alles einstecken. Wunderbar, so gefällt mir das. Was brauchen wir für den? Holz. Holz müssen wir noch holen. Und für den? Haben wir ohne Holz. Wie viel Bahn? 4 dort und 4 hier. Wir haben. Wie viel einstecken? 13. So, unsere Waldläuferstation, was brauchen wir hierfür? Da brauchen wir noch 10 Holz, ne? Die holen wir ja mal schnell. Soll denn das Thema sein? Die werde ich ja mit Sicherheit haben. Da sind sie doch. So, unseren Ofen haben wir ja schon geupgradet. Was brauchten wir fürs nächste Upgrade? Dafür brauchen wir dann. Was? Antor Hostia Block. Gesundheit. Na gut. So, und so, hier. So, ich tue gleich mal die Chili-Setzlinge. Wo haben wir sie denn? Ich habe da welche mit eingesammelt. Ach so? Ach, hier. Chili-Sprossen kannst du hier einsetzen, ne? Oh, das wusste ich nicht. Hab ich aber gesagt. Das hatte ich aber erzählt. Hm,
Das Kann dir ja vielleicht. welche abgeben, wenn du magst. Oh ja, ganz in Ruhe. So, wir schauen jetzt erstmal dran. Ui. Gib dir mal zwei, ich setze sie mal bei dir hin, ja? Nulu, nu, 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 nu. So, ich muss aber kurz mal was gucken, weil ich nämlich die Empfangslautstärke. Ah ne, die habe ich schon wieder hochgestellt, weil die hatte ich immer ziemlich runtergesetzt, wenn ich hier nie aufnehme und wir ein anderes Spiel spielen, dann nehme ich das immer ein bisschen runter, Ja. weil mir das sonst zu laut wird auf den Ohren. Da höre ich vom Spielsound nämlich gar nicht. Ich setze die hier mal hier vorne hin, ja? Dankeschön. Aber die Chili-Sprossen, die wachsen bei uns. Aha. Wie gesagt, man kann auch mit der Maus über die Samen gehen und da steht das drauf. Also steht das dabei, dass die halt in jedem Biom wachsen oder halt nur in eigenem Biom. Daher weiß ich das. Ach so, okay, gut. Na, du kleiner Drachen. So, Holzhammer. Haben wir jetzt noch ausreichend dafür hier? Das haben wir schon aufgebessert. Danach brauchen wir Titaniumbarren dafür. 14 mal Holz und roher Sonnendiamant. Ja gut, das werden wir noch hinkriegen. So, was haben wir hier an Rüstung? Das kann ich noch nicht machen. Das kann ich noch nicht machen, weil ich diesen Sonnendiamantenstaub brauche und den Sonnendiamanten haben wir ja noch nicht. Genau. Kann ich noch nichts an Rüstung machen. Schade. Ach so, mal hier. Die sind richtig gut. Deswegen sagte ich, es lohnt sich das nicht. Hast du extra zu craften, weil ich den eh wieder sehr schnell austauschen werde. Ja, genau. Gucken wir mal, was wir am Skizziertisch. Ah! Bei Hier Schloss am 6 Skizziertisch gibt es Söldner. jetzt übrigens eine Barock-Sitzbank. Die würde gut bei dir reinpassen zu dem Tisch oder was du hattest oder ein Bett, ich weiß gar nicht. Gibt es jetzt am Schau. Skizziertisch? Schauen wir doch mal. Aha! Schaden brauche ich Gatze. nicht. Was haben wir hier? Ausweichen Macht. 8%. Magischer Fließstoff. Mal hin. Gut, das war's hier. Ah, hier war ich schon. Ja, wie gesagt, da brauche ich diese Sonnendiamante und die kommen noch. Oh, ich hatte den grünen Kristallblock noch gar nicht, das Rezept. Ja, siehst du. Ups. Also beim Blöd. nächsten Mal muss ich das mitnehmen. Blöd war. Oder einsetzen. Ach, ist nicht so. Blöcken gibt es hier gar nichts So, Neues. Da nur die Wolle. mir ist jetzt meine Seide ausgegangen. Warte mal, ich habe bestimmt auch noch ein bisschen was einstecken. Ach nee, du, alles gut. Alles gut, Ich alles habe gut. Seidenstoff, habe ich 14 Stück jetzt einstecken, wenn du magst. Nee, 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 nee. Ach, wir kommen doch bestimmt nochmal auf die eine oder andere Seideninsel. Der Hinsicht passt das schon. So, und was können wir am Ofen jetzt noch so machen? Ja, Goldbahn ist klar. Ah, okay. So, jetzt habe ich erstmal meine Marmorblock. Werkbank hier auf Gold geupgradet. Brauchst du Football-Tor. noch Gold? Was? Brauchst du noch Gold? Ich habe noch Ach, recht. das. Ja, aber das finde ich noch. Ich brauche jetzt nichts herstellen, weil die anderen Materialien, die ich dazu benötige, gar nicht im Hause habe. Deswegen. Na, erzähl doch mal, vielleicht kann ich dir weiterhelfen. Ja, für zum Beispiel einen anderen Bogen benötige ich Gas, 3 Stück noch. Gas? Also, Was braucht naja, Gas? das, also die Wünschelrolle. Dieser Wollknäuel. Ach so, nee, den habe ich auch noch Ja. nie. Das war mal ja Deswegen, noch du nie. brauchst dir gar keine Gedanken machen. Ich krieg das auf alle Fälle auf die Reihe. Bist du der Berliner? Was ist denn Relikt des Donners? Was soll denn das überhaupt darstellen? Das ist irgend so ein lustiger blinkender Stein. Mehr steht hier aber auch nicht dazu. Ach nee, warte mal, das.
So, hier kommen wir jetzt der goldene Obsidian-Schleifstein kann ich herstellen. Ist ja interessant. So, und hier können wir jetzt. Ach ja, klar, hier, das wollte ich eigentlich machen. Deswegen bin ich eigentlich hier ran. So, nehmen wir die natürlich auch mit. Dafür brauchen wir aber nochmal Holz. Da haben wir's. Ah, ich würde mich so freuen, ey, wenn ich noch trotzdem das restliche Bienenkostüm zusammenbekomme. Das wirst du ja sehen, ob du das hinkriegst oder nicht. Na, ich hoffe. So, jetzt mache ich erstmal meine Taschen leer hier. Oh, ein paar Salz. Die nehmen wir mal mit hier, vorsichtshalber. Ach, na klar, das Ding hatte ich mir ja auch mitgenommen. Das können wir ja gleich mal verwursten gehen. Dann bringen wir es hoch. Hoch ist oben ist generell so etwas ruhig. Können wir es ja auch so hier. Was denn jetzt so hier? So ist gut. Klar, bauen wir es so ran. Dann können wir sogar vier Sachen können wir dort reinwerfen. Ich bin erstaunt. Haben wir denn irgendwas, was wir dort rangeben können? Hier haben wir Kostüme. Und hier hinten, da haben wir die ganzen Sachen. Okay. Hier können wir jetzt Also erstmal unsere Arme reinwerfen. ich Ja, könnte bitte. dir noch 5 Goldbarren geben. Nee, du, ich, wie gesagt, ich finde mich da schon zurecht. Dann viel ganz lieb, Dann dass du sag dann. nee, dass ich es dir nie angeboten habe. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Krieg mal hin. Ach ja, und die Katze, die ich gefunden habe, die habe ich einfach verkauft, weil. Ah. Ja, was will Brauche man ich mit so einem jetzt nicht. Vieh? Also es ist jetzt nicht, dass ich Katzen nicht mag oder so, aber selber jetzt eine haben würde ich. Ich glaube, da würden die mir mit der Zeit auf den Sack gehen, weil die überall hochspringen. Das ist nicht so meins. Ja, man Außer muss ja auch nicht alles, man mit. muss ja auch nicht alles gutheißen und gut finden. Das heißt nicht, dass ich es nicht gut heiße. Wer eine Katze sich halten will, der kann das gerne machen. Ich selber mag halt zu Hause eine Katze nicht unbedingt haben. Da reicht mir echt die Hunde vollkommen zu. Und die springen mir nie überall hoch. Es gibt Katzenmenschen und es gibt ja hundeliebende Menschen, also in der Hinsicht. Ach, nach unserem Bin würde ich mir aber auch den Hund erstmal zulegen. Nee, Schwein. Das reicht mir erstmal. Mal gucken. Schwein. Kommt Mal keiner. gucken. Nee. Nein, nicht mal gucken. Kommt Ich nach bin ja dem. für afrikanische Weißbauchigel. Immer noch. Weil die kann ich, wenn ich die Wohnung verlasse, kann ich die einsperren und dann machen die ihr Ding in ihrem Gehege und dann ist gut. Aber so ein Schwein. Ja, so ein Schwein ist Kann was ich mir auch Tolles. nochmal so einen kleinen Chihuahua holen. Was wollte ich Nee, jetzt machen? das weiß ich auch nicht. Ach, ich weiß wieder. Ich weiß wieder. Nee, aber mal gucken. Erstmal müsste man jemanden finden, die wirklich Mikroschweine verkaufen und nee, irgendwie Minischweine, die dann überdimensional groß werden. Trotzdem in der Wohnung mit einem Schwein wird es sehr schwierig, ne? Das weißt du hoffentlich. Ach, das kriegen wir schon hin. Die mit dem kurzen Bein die Treppen hoch. Kriegt dann den Lüft-Apfelschorle. Boah, für eine Titaniumkiste brauchst du 8 Titaniumblöcke, ne? Okay. Geht noch? Ach so, Holz brauchen wir. Da gehen wir mal hin. So, hier sind alles nur Verbrauchsgüter drin. Das nehme ich mit. Das kommt in die Kiste. Wo habe ich sie? Da. Das kommt da rein und Zutaten kommen da rein. Und dann dürften wir es haben. Genau. So, jetzt habe ich, oh, jetzt bin ich wieder, Gott sei Dank, komplett leer geräumt. Nee, ich will mir jetzt erstmal eine größere Kiste bauen. So, die Setzlinge hier lassen. Eine Eisenkiste.
So, Tür zu. Hier wächst und gedeiht alles schön, wunderbar. So, dann können wir jetzt nochmal hier ganz in Ruhe gerade mal gucken. Also hier geht als nächstes, kommt dann Titanium, okay. Und magischer Was? Vielstoff, okay. Ja, ich gucke jetzt mir gerade mal in der Jagd, Hütten, Crafting, Table, Box gerade mal an, was so dann als nächstes so kommt. Den will ich haben. 166, der ist gut, den will ich haben. Brauchen wir 2, 4. Und das. Krieg mal hin. Level 22. Welches Level sind wir jetzt gerade? 20. Krieg mal hin. Was ist das? Oh. Soll ich dir mal sagen, welches Level ich bin? 18, 19. 19. Ja, siehst du, ich bin Level 20. So. Hier haben wir also Hab ein ich ja gut Talent. aufgeholt, ha? Ja. Hier haben wir also ein Talent beim letzten Mal vergessen zu vergeben. Was gibt's denn so? Kugeldieb gewährt eine 10% Chance, dass dein was? Doch, dein Fernkampf. Fernkampf mit Doppel-R wäre mir neu. Fernkampfschaden eine Gesundheitskugel an deiner Position erzeugt. Hört sich doch schon mal gut an. Nach der Durchführung einer Ausweichrolle ist deine Ausweichchance 2 Sekunden lang um 20% erhöht. Erhöhter Schaden mit Bomben um 50%. Ne, dann nehmen wir das hier. Da sind wir, denke ich mal, auf der sicheren Seite, wenn wir das hier nehmen. So, Ausweichmanöver, verblassen. Soweit klar. Und eine Armbrust haben wir derzeit als Waffe. So, hier haben wir ja, wie gesagt, unsere Arme jetzt erstmal umgeändert. Oh. Ja, bin ja mal gespannt, wo hier noch die Reise hingeht. Was wir hier so alles dann noch in der Zukunft machen können. Mal kurz hier reingucken. Ach nee, hier bei Rüstung müssen wir gucken und dann mal. Können wir ja mal hier kurz durchgucken. Was haben wir denn? Kritische Trefferchance 8%. Finde ich eigentlich ganz genial schon. Wiederholter Schaden. Mechaniker. Kritische Trefferschaden. Finde ich eigentlich hier fast am besten. Oh, die Mütze hat nur 115 Rüstung und die Schurkenkapuze 145. Macht natürlich auch viel mehr Damage. Interessant. Ja, okay, Nahkampfschaden, das ist jetzt nicht so das meine. Das ist wahrscheinlich hier wiederholter Schaden sinnvoller. 60, 70, macht aber 70, ne? Oder wir lassen erstmal die, die wir jetzt haben, dann gucken wir uns mal durch. Ich habe Bogenschützerkittel. momentan rüstungstechnisch 500 und 27% Schadenreduktion. 27% Schadensreduktion habe ich auch und ich habe 510. Nee. Naja, Mensch, ist passiert. Schurkenkettenpanzer hat 125 Leben und der hier hat 120 Leben, dafür aber noch Mechaniker dazu. Ist natürlich ein bisschen sinnvoller. Aber 285 zu 230 ist auch schon wieder ein Unterschied, ne? Ja, dann musst du dich entscheiden. Ja, kommst du mit Schurke schon fast besser. So, was haben wir hier noch? Hier losgängeln. Kritische Trefferschaden, 14%. Resistenz gegen Nahkampfschaden und Fallschaden. Da finde ich die aber wieder besser, auch wenn wir hier einbüßen, aber dadurch hebt sich das wieder fast auf. Na gut. Wie sieht's denn bei dir aus? Also ich wäre schon wieder so weit, dass ich Ne, sagen kann. ich gehe jetzt gleich erstmal zum Verkaufsguru. Guru. Ah, ich finde den Eisenstab aber auch furchtbar langsam, ey. Na, ihr seht, Blitz. Schön schnell. Nice. Wenn die Gegner sich dann noch bewegen, sag ich, ist das echt scheiße. Deswegen werde ich definitiv die Waffen sehr, sehr schnell wechseln, wahrscheinlich. Oder ich platziere hier die Insel voller so einer frei von Monster-Dingern. Oder? Du kannst es ja auch Moin. machen. Na, wenn ihr hier nie irgendwie rummeckert, dann, dass ich das mache, dann habe ich damit okay Ich Probleme. meckere sowieso nie rum.
Dürftest du aber eigentlich wissen. Ja, das weiß ich. Die braucht man. Neue her. So, die verkauf mal. Oh, Alter. 4800. Für Eisenplattenblock. Ja. Ha, ha. Wenn ich sterbe, ist das ganz schnell wieder weg. Genau deswegen verkaufe ich schon gar nichts erst. Ups. Wenn wir den besagten Haustierhändler dann finden, dann verkaufe ich bei dem alles. Ja, aber das ist sonst nur ein Gürtel. Aber die. Ja, ja. Kohle will ich noch schnell wegbringen. Quatsch, Kohle. Baumwoll-Dinger hier. Ja, klar. Kann ich vom guten. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich merke mir den Namen mal nicht. Karl-Heinz? Machen wir mal die Tür wieder zu. Heißt der Karl-Heinz? Das weiß ich doch nicht. Ich weiß nicht mal, wem du meinst. Na, hier den Verkaufsmensch. Achso. Mein Schatten, ey. Sind schon wie cool. Mit dem Schatten. Ja. Ah, selbst der Pfeil hat einen Schatten. Ist ja geil. Was? Selbst mein Pfeil, den ich aus meiner Armbrust schieße, der hat Schatten. Okay. Ist doch aber gut, oder nicht? Mhm. Ich finde das sehr cool, dass du, also das habe ich jetzt mitbekommen, man muss nie unbedingt, wenn man nicht schleifen will, gedrückt halten. Man kann einfach die Waffe auswählen und dann einen Schleifstein aktivieren. Mhm. Ich habe einen mächtigen Kolben. Also laut Schatten habe ich einen mächtigen Kolben. Was machst du bei mir hier hinten? Ja, mich in deinem Schatten vergünstigen. Amüsieren. Schatten. Der hinten ist. Oh schade, jetzt geht die Sonne langsam weg. Hinten im Schatten. Ich habe einen mächtigen Kolben. Da kannst du dich aber hier so hinstellen. Oder direkt davor. Kannst du sogar noch ein bisschen hochbauen? Nee, das fetzt nie. Das macht dann nicht so viel Spaß. Ja, warum? Kannst du doch hochbauen. Ach nö. Alter, dein Ernst? Hast du's? Ich hab's. Ja, gerade noch Creativers und jetzt das. Das ist schon eine Umstellung jedes Mal mit der Steuerung. Oh, ja. Aber Creativers haben wir ja jetzt fertig aufgenommen. Und jetzt geht der Creativers erstmal in die Sommerpause. Für die Staffel 1. Und da haben wir jetzt erstmal genügend Zeit, uns an die Steuerung hier zu gewöhnen. Ohne langes Hin und Her. Kann man dann Portal-Knall zuchten. Genau. So. Ich mag das Spiel immer noch. Auch wenn jetzt irgendwie die Info an mir vorbeigeplättert ist, was du erzählt hattest, dass jetzt bald die Early vorbei ist. Ich habe zuerst gelesen, dass ja dieser blaue Umhang, den wir ganz am Anfang bekommen haben, ja, den wir ja alle hatten, sowie auch die Fahnen, die wir dort oben auf den Turm gesetzt haben, dass die eben halt nur für Early Access Spieler sind und waren und die dann halt nicht mehr in der Beta dabei sein werden. Was denn? Ja. So, bevor wir weiterreisen, würde ich sagen, wir sagen erstmal Tschüss für heute. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn ihr möchtet. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Ne, Bravo? Was? Wegen mir. In der Hinsicht. Freunde, danke fürs Zusehen. Schalten morgen ein. Mal schauen, eventuell mit Sepp, ohne Sepp, werden wir sehen. In der Hinsicht, macht's gut. Ciao. Ohne X. Tschüss.